Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Dracula Origin und ich hoffe, das funktioniert jetzt, vor allem, dass ich mich einigermaßen normal anhöre. Ich habe nämlich eine Weisheitszahn-OP hinter mir und meine rechte Wange sieht noch aus wie die eines Hamsters, aber ich hoffe dennoch, dass ich klar verständlich bin. Doch, denke schon, also es klingt jetzt nur irgendwie anders. Wahrscheinlich denkst du jetzt, was ist mit der passiert? Aber egal, wir sind hier im Schloss und kommen nicht weiter. Weil Van Helsing sagt, uns fehlen Informationen, das glaube ich aber nicht. Wir haben ja schon in der letzten Folge das Rätsel geknackt, glaube ich. Das Schlüsselloch zum Waffenschrank ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Ich muss die richtige Kombination herausfinden. Mir fehlen Informationen. Genau das ist das Problem. Aber wir haben ja alles. Wir haben von Yada ihr Dingsbums hier 577 Nächte. Dann haben wir uns ja die Jahreszahlen aufgeschrieben und die Namen von den komischen Mädels da. Ich weiß nicht, wo der hier noch irgendwie fehlende Informationen hernimmt. Oder fehlt hier noch irgendwie was? Mir fehlen Informationen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Naja. Hier waren nach wie vor... Diese Tür ist sehr massiv. Ich sehe keine Möglichkeit, sie aufzukriegen. Also ich sehe nach wie vor verschlossen. Scheiße. Da ist das heiße Teilchen, da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Moment, können wir hier mit dem Blut was erreichen? Ich weiß ja nicht, könnt ihr ja mal liebenswürdig hinstellen? Ja, mit dem Blut kann ich die Bestie ködern. Aber zuerst muss ich eine Lichtquelle finden. Bitte, ich will den Anfangssatz nochmal hören. Ja, mit dem Blut kann ich die Bestie ködern. Aber zuerst muss ich eine Lichtquelle finden. Das klingt ja arg geil. Ich finde es cool, wie der das sagt. Ja, mit Blut kann ich die Bestie ködern. Oh, ich mag junges Fleisch. Entschuldigung. So, hier die grenzdebile Irina. Wir wissen immer noch nicht, was da am Finger ist. Dieses Gemälde unterstreicht... Ja, die sieht irgendwie glücklich aus. Mal schauen, wie lange noch. Merkwürdig. Was wollte man hier verbergen? Was hat die getragen? Ein Armreif? Ein Ring? Höchstwahrscheinlich ein Ring. Kann ich hier aber noch was verwenden? Nein. Mal schauen. Nee, haben nichts weiter. Ich bin hier auch ein bisschen überfragt. Wo fehlen uns denn hier noch Informationen? Wir haben alles gefunden, was wir brauchten. Sollte das jetzt zu lange dauern, schneide ich das einfach mal zusammen. Und diesmal schneide ich es wirklich zusammen und sag's nicht nur. Gut. Hat der noch was? Aber wir waren ja schon bei dem in der letzten Folge, da hat er ja nichts anderes zu erzählen. Na, sicherheitshalber, bevor ich was übersehe. Lecker. Hast du was gut bei mir? Igitt. Da hat er die Herzen gefressen, nur als kleine Erinnerung. Ich werde mich weiter umschauen. Ja, das interessiert Igo auch, alle Male. Okay, wir haben hier nichts Neues. Eine Eindrucks... Ja, die Fälle, die mit der Axt bearbeitet worden sind, soll ich die noch mehr mit der Axt bearbeiten? Nee, offenbar nicht. Kann ich hier noch irgendwas? Nee. Ich kann hier nichts mehr tun. Eine Eindrucksvoll... Ich bezweifle so wirklich, dass ich hier weiterkomme. Was soll mir denn hier noch fehlen? Vor nicht allzu langer Zeit wurden einige Zahlen mit Blut darauf geschrieben. Ich kann 1, 2, 1, 7, 6 lesen. Wir waren mal wieder schneller als das Spiel, glaube ich. Wir müssen uns die Decke nur noch mal ansehen. Dann können wir, glaube ich, die Lösung auch eintragen. Ich erkenne die Zahlen 8, 9, 5, 4. Sie wurden mit Blut geschrieben. Aber warum sollte das Graf Dracula tun? Und ich glaube, jetzt können wir auch den Code da eingeben. Ich glaube, das war das Rätsels Lösung. Wir waren einfach mal wieder viel zu schnell für dieses Spiel. Viel zu schnell. So, jetzt aber. Das Schlüsselloch zum... Kann ich jetzt? Mir fehlen Informationen. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Haben wir wieder vergessen, auf irgendwas drauf zu klicken. Wir haben doch jetzt alles. Das ist dann hier das Dings von... Der tote Vogel? Achso, durch Harker, das wissen wir ja. Ruhe in Frieden. Es ist hier nichts weiter. Das Skelett einer... Das sehr alte... Was fehlt mir hier noch? Ich habe doch jetzt alle Informationen. Ich habe die sogar angeklickt. Das Spiel müsste jetzt wissen, dass wir die Informationen haben. Ich erkenne, die Verstorbene hieß Ilona. Jetzt. Ich gehe krachen. Naja. Gucken wir es uns noch an, dann können wir hoffentlich jetzt endlich mit 80.099 den Schrank öffnen. Ihr Name lautete Moana. Ja, jetzt haben wir's. Dankeschön. Können wir jetzt hier weg? So, jetzt schneller mach fix Van Helsing. Wir haben schon viel zu viel Zeit vergeudet. Wir wollen endlich Graf Dracula bezwingen. Und ich denke, dass es maximal neben dem hier noch ein Part geben dürfte. Das Schlüsselloch... Jetzt darf ich ja. Ja, ich darf! So. Und dann 9. Jedenfalls ist das Ergebnis, was ich raus hatte. Na also, perfekt. Cool. Jetzt haben wir hier einen Haufen Schilde. Kann ich alle mitnehmen? Das ist ja geil. Kann ich hier noch mehr? Dieses Kettenhemd ist mir zu groß. Aber es könnte dennoch guten Schutz bieten. Vor was? Eine Armbrust. Jonathan Armbruster. Hahaha. Eine Armbrust? Das ist die ideale Waffe. Leider fehlt die Sehne. Wieso tut man eine defekte Armbrust in einen Waffenschrank, der dazu noch so kompliziert verschlossen ist? All diese Schilde sehen ähnlich aus, weil der Sammler auf der Suche nach Pelor, dem Schild der Sonne, ist. Laut dem Tagebuch meines Freundes Harker befindet sich Pelor, der Schild der Sonne, in Transsilvanien. Der Beschreibung in dem Bruder Belgors Tagebuch zufolge und nach der erstaunlichen Sammlung von Schilden zu urteilen, die ich im Schloss Dracula gefunden habe, ist Pelor hier, mitten im Reich des Monsters selbst, das er zerstören wird. Ich muss ihn nur noch identifizieren. Okay. Wir hatten noch hier so ein interessantes Dings. Dokumente, genau. Wie sieht denn das nur aus? Aha. Was? Was ist nur kaputt? Also, das ist das bekannteste Symbol. Ich kann das alles bewegen. Was zur Hölle? Okay, Sagen und Legenden des ersten Ordens von Bruder. Ein leuchtendes Symbol der Universalität und Unvergänglichkeit Gottes ist der Pelor-Schild. Doch von dem Zeitpunkt an wurde er von Generation zu übergeben. Der Geist im Äther wendet sich im Göttlichen zu. Der leutselige Philotomus spielt wie ein Kind mit seiner Waffe. Seinen Waffen. Er kreuzt die beiden Monde und richtet die Pfeile so aus, dass die goldenen Pfeile auf die Silberstücke und die silbernen Pfeile... Ah! Er kreuzt die beiden Monde. Die beiden Mondis. Also, dass sie sich überschneiden. Oder nicht? Wie kreuzt man sie denn? So? Was heißt denn kreuzen? Eigentlich, dass sie sich dann überschneiden. So. Okay, also machen wir erstmal den Rest. So. Er kreuzt die beiden Monde und richtet die Pfeile so aus, dass die goldenen Pfeile auf die Silberstücke und die silbernen Pfeile auf die Bronze. Also goldene Pfeile auf Silberstücke. So. Goldene Pfeile auf Silberstücke. Das hat man aber nicht alle. Goldene Pfeile auf
Kann ich die hier noch ändern? Nee. Goldene Pfeile auf Silberstücke. Aber das geht ja gar nicht. Ach, hier. Goldene Pfeile. So. Halt, stopp, jetzt habe ich zu weit gedreht. Goldene Pfeile auf Silberstücke. Ha, jetzt ist es hier aber nicht. Hier ist auch kein goldener Pfeil auf ein Silberstück. So. Goldener Pfeil auf ein Silberstück. Haben wir hier goldener Pfeil? Toll. Da ändert sich das doch alles. Und kreuze sie auch. Also so, dass sie sich so gegenüberstehen, oder? Moment, das sieht doch hier sehr nach Kreuzen aus. Pelor, der legendäre Schild. Ich habe ihn gefunden. Wie schön! Also offensichtlich, also ja. Ja, ich war natürlich von Anfang an, also das war alles geplant und so. Na gut, jetzt aber. Jetzt haben wir ja den Pelor-Schild. Tja, das war's mit unserer kleinen Sukkubine. Unser mega heißes Teilchen ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Aber sie hat jetzt nichts gedroppt, oder? Naja, gehen wir einfach durch. Hier sind tote Menschen und so gedöns. Wie fürchterlich. Was soll das? Dieser Sarg gehört ohne Zweifel Dracula. Ich muss ihn zerstören, damit ich verhindern kann, dass Dracula sich darin verjüngert. Natürlich, also... Okay, hau drauf, Kumpel. Na also, perfekt. Dann machen wir das gleich doch auch nochmal mit dem hier. Wie viele Särge hat der eigentlich? Na also, perfekt. Hey, cool, da ist ein Bild drin. Ich will es haben. Ein Gemälde, das Yada zeigt, als sie noch ein Mensch war. Sie war eine entzückende, schüchterne Frau mit braunem Haar und engelsgleichem Antlitz. Ihr voller Name war Yada Dahmer. Armes, junges Ding. Ich find's auch cool, dass wir wissen, wer Yada ist. Sie wurde uns ja nie vorgestellt. Selbst Igor hat ja nur gesagt, ey, die Schwarze. Ja, hier, das junge Ding, die Schwarze da. Sieht aber wirklich süß aus. Okay, hier haben wir noch einen Schlüssel. Für die massive Tür wahrscheinlich. Ein Schlüssel? Wo der wohl hineinpasst? Gut, und... noch ein Buch. Was haben wir denn da? Ein Buch. Hab ich mir gleich gedacht, bei diesem ledernen Einband und den Seiten. Jener, der sich in den Dienst eines himmlischen Geistes stellt, werde durch große Stärke belohnt. Er solle nicht vor Nebel oder Gasen fürchten. Keine Waffe, die ein Mensch gegen ihn richte, möge ihn verletzen oder in die Flucht schlagen. Nur die Elementarkräfte, die Energien aus den Tiefen der Erde oder den Höhen des Himmels, vermögen, Zweifel in solch einer dunklen Seele zu säen oder so, oder sie gar vollends zu vernichten. Okay, das heißt, wir müssen Erde nach Dracula werfen. Also einfach so einen Klumpen Erde an den Kopf werfen, dann ist er auch schon besiegt. Ein Gefäß mit Schmierfett. Trotz des abscheulichen Gestanks könnte es nützlich sein. Ich nehme es mit.
Ja, wo einer einen kleinen Streich versucht, uns zu spielen. Van Helsing. Also wir werden da auch demnächst bald hängen. Na gut, wohl eher nicht. Die Laute. Nein, das kann ich nicht tun. Warum? Nimm die Laute mit. Ach so. Ja. Wir brauchen ja die Sehne für die Armbrust. Nein, das kann... Wir brauchen die Sehne für die Armbrust. Da kann er sich jetzt querstellen, wie der will. Kann er sich das vielleicht mal angucken? Nein. Ich probiere mal alle Items durch. Nein. Nein. Nein, das... Kann ich... Die Schnüre ist jetzt so blöd, aber geht das? Nee, ich wollte gerade sagen, wir brauchen eine Sehne und keine Schnüre. Vielleicht können wir ja wieder mit dem Pfeil agieren. Wo ist er denn? Was, wieso haben wir... Aha! Damit kann ich eine der Seiten abtrennen. Sehr schön. Das heißt, wir machen uns jetzt die Waffe schön. Jetzt haben wir eine geladene Armbrust. Ich freue mich. Wir haben ja in einem Buch in der Bibliothek in Wien gelesen, dass eine Armbrust eine ideale Waffe ist, um einen Gegner zu töten, weil man schnell und lautlos voranschreitet. Und mit dem silbernen Pfeil, den wir aus Ägypten haben, sind wir eigentlich so quasi unbesiegbar. Und nun gehen wir mit dem Schlüssel durch die Tür. Ja, diese massive Tür hier. Das ist die Apokalypse. Das Ritual hat begonnen. Diese grüne Wolke, das sind die verdammten Seelen, die ihre Rückkehr zur Erde herbeisehnen. Und Mina, sie befindet sich in der Gewalt des Dämons, hinter dem Heer ätherischer Gestalten. Ich muss zu ihr. Die Arme. Und ich finde den Regen persönlich jetzt ein bisschen übertrieben. Dieses Bücherregal ist beweglich. Allerdings scheint der Mechanismus zu klemmen. Tja, dafür haben wir das Schmierfett. Alles schön einpinseln, so. Na also, perfekt. Gut, dann schieb mal. Es lässt sich bewegen. Perfekt. Was uns das jetzt auch immer weiterhilft. Warte mal, hier oben ist... Dieses Bücherregal reicht bis an die Decke. Und der obere Teil besteht aus Metall. Bei einem Blitzschlag lädt er sich elektrisch auf. Ach, verstehe. Wenn der Blitz hier einschlagen würde und wir theoretisch einen Leiter hätten, könnte man diese ganzen ätherischen Gedönse hier... Aber mit dem Kettenhemd ist ja auch elektrisch. Könnte man dann hier so eine Leitung legen? So? Dieser Gegenstand ist elektrisch leitfähig. Korrekt. Haben wir noch mehr Metall? Moment, die Pelzjacke. Jetzt wahrscheinlich weniger. Zwecklos. Ich brauche also noch was elektrisch leitfähig ist. Die Brille! Zwecklos. Der legendäre Schild? Zwecklos. Gut, ich wollte gerade sagen, wir machen ja nicht alles. Wir brauchen hier noch was? Zwecklos. Was wir damit hinlegen können? Eine Statue, komplett aus Metall. Ja, also wir brauchen hier noch was elektrisch leitfähiges. Moment, ich gehe hier nochmal zurück. Ach, wir können hier nochmal hermarschieren. Eine Statue, komplett aus Metall. Wir brauchen aber noch so eine Verbindung legen. Hoppala, was war denn das? Eine Statue. Mina, ich rette dich, wenn dieser übertrieben starke Regen dann mal aufhören würde. Ich als Professor darf ja nicht vor die Tür gehen. Die Axt oder die Klinge der Axt? Eine Statue. Ja, noch. Diese ätherische Geisterwolke blockiert den Weg. Es hat keinen Zweck. Ich muss eine Möglichkeit finden, um diese Wolke mit einem Kurzschluss unschädlich zu machen. Mit einem Kurzschluss. Okay, soweit so gut. Moment, ich kann die Schnüre kann ich mit Wasser tränken, oder? Dann werden die ja auch elektrisch leitfähig, rein theopraktisch jedenfalls.
Dieser Gegenstand ist elektrisch leitfähig. Bevor ich mich Graf Dracula entgegenstelle, muss ich mich bewaffnen. Mit der einzigen Waffe, die diesen Vampir aufhalten kann. Wie jetzt? Das ist schon das Ende? Hallo? Das war alles? Ich habe hier noch eine Brille, ich habe hier ein Papyrus, was ich nicht gebraucht habe. Ich habe hier noch ein Kreuz und... Na dann. Auf geht's. Der Boden ist nass und elektrisch geladen. Ich muss eine provisorische Brücke errichten. Ich nehme alles zurück, es ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt die Pelzjacke zum Einsatz. Jetzt kann ich weitergehen. Oder besser, springen. Dann spring hinüber, kleine Gazelle, Van Helsing. Vernichten wir diesen dämonischen Dämon des Dämonentums. Mina. Professor. Sie sind es. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Aber wie sehen Sie denn aus? Legen Sie doch bitte ab. Möchten Sie einen Drink? Mit Vergnügen. Bei diesem Wetter braucht man etwas Warmes. Ich bleibe einige Minuten am Feuer. Yay, das war dann doch schon das Ende. Ein bisschen früher als erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe das Spiel... sehr frustrierender in Erinnerung. Als junges Mädchen habe ich mich an dem ein oder anderen Rätsel wirklich die Zähne ausgebissen. Und hier im Let's Play, da mache ich einfach irgendwas und auf einmal ist es richtig, wie mit dem Waffenschrank. Naja, hier haben sehr viele Leute mitgearbeitet, sieht man schon. Ganz, ganz viele. Hier Marina Orlova, die kenne ich auch, mit der habe ich privat schon mal Karten gespielt. Auch hier der Paffel oder der Peter. Mensch, der Alexandre. Die Svitlana. Super tolles Spiel, muss ich sagen. Natürlich hapert die Logik von vorne bis hinten, aber ganz im Ernst, es erfüllt das, was es sein sollte. Ein gutes Point-and-Click-Adventure. Gute Rätsel, manche frustrierend. Und sind wir mal ehrlich, das war eigentlich gar kein Dracula-Spiel, das war eher Sherlock Holmes mit einem vampirisch-edwardischen Gegenspieler. Und ich meine, jetzt wissen wir auch, das Ende von Dracula Origin passt eigentlich überhaupt nicht zu dem Anfang von Dracula Tödliche Liebe. Naja, trotzdem lassen wir es den Entwicklern mal durchgehen. Vor allem ja auch, weil die Mina komplett anders aussieht. Wahrscheinlich war es eine andere Mina, eine andere Bekannte von Van Helsing. Wir wissen ja nicht, wie viele Bekannte der Typ hat. Und Frogwurst, möchte gern Bram Stoker, Bela Lugosi, Christopher Lee, den Gameboomer Beta-Testern, unseren Familien und dem... Käsezentrum danken? Okay. Cool, also Bram Stoker kann ich nur mitgehen. Christopher Lee, ganz großer Schauspieler, eigentlich die meine Nummer 1 als Rolle oder in der Rolle des Grafen Dracula. Bela Lugosi, ich weiß nicht. Für damalige Verhältnisse war er bestimmt gut, aber ich finde ihn ein bisschen zu... Na, ich meine, mit diesem... Er sieht aus wie ein Clown. Tja, und da sind wir wieder im Hauptmenü. Das Hauptmenü, das uns nicht verraten möchte, was für ein Spiel wir eigentlich spielen. Tja. Die Rosenblätter fallen, wir sind durch. Wir sind durch, liebe Freunde. Wir haben ein Let's Play-Projekt abgeschlossen, das erste Projekt im Jahre 2015. Was wir abgeschlossen haben.
Und ich denke, wir werden gleich direkt ein neues mit in die Runde werfen. Ich finde es eigentlich ganz gut, immer so drei Let's Plays parallel zu haben. So kann ich immer entscheiden, worauf ich gerade Bock habe. Tja, und ich meine, unterwegs in Düsterburg, Silent Nights. Ich weiß nicht, Silent Nights ist ein Wimmelbildspiel, das wird man eher so immer mal nebenbei weiterspielen. Wenn man wirklich Bock drauf hat, ist die Frage. Ich glaube... Nee, aber wenn ich dann das Community-Projekt mit Sherlock Holmes schon beginne, dann würde ich sogar noch ein viertes Let's Play hinzuziehen, weil bei diesem Community-Projekt, das wir ja machen wollen, das kommt ja nur unregelmäßig. Ich warte dann ja immer so ein, zwei Tage dann auf euren Zuruf oder dass ihr auch die Möglichkeit habt, mitzurätseln, was ja dann wirklich auch ein Langzeitprojekt dadurch wird. Aber es soll ja nicht stören. Aber ich würde es dann trotzdem als viertes Let's Play mit in die Runde werfen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Da werde ich mir noch ein paar Gedanken machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dabei warst. Mit diesem Projekt haben wir auch die 500 Abonnenten-Marke geknackt. Freue ich mich richtig drüber. Ja. Dann bin ich momentan ein bisschen ratlos im Kopf. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, wann auch immer du dieses Video schaust. Freue mich, wie gesagt, sehr, dass du es mit mir zusammen durchgezogen hast, durchgespielt hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Bis dahin, adios!